Hallo und herzlich willkommen, liebe Zockerfreunde, zu einer neuen und weiteren Folge von Drakensang Online. Und wie ihr seht, wir sind heute mal zu dritt und wir haben einen neuen Gast, den Nudelgamer, der jetzt mit uns mal dabei ist. Und wir wollen einen Boss in den Königskrypta niedermachen. Und wir können da gerne mal hingehen. Und das ist hier so ein kleines Video, wie wir jetzt mal zu dritt versuchen, hier mit einem doch schon weit erfahrenen Drakensang-Spieler mal den zu machen. So, irgendwie bin ich gerade wieder rausgeflogen. So, doch, nein, doch nicht. Dritt. Jo. Ja, wir probieren den Heridur, so heißt er. Den Heridur, genau. Den Heridur werden wir jetzt mal versuchen. Und wollen wir links? Gehen wir in die Krypta. Ja, gehen wir, ja. Da können wir auch links gang gehen. Oh, jetzt muss ich mich erstmal wieder mit dem einfuchsen hier. Ich habe die ganze Zeit jetzt meinen Krieger gespielt. Ja, und vielleicht sehen das einige links, rechts oben bei mir auch schon. Oh, ich hab schon einen außergewöhnlichen Gegenstand. Oh, perfekt. Also, ich habe mir hier schon ein Premium heute ist aber auch wieder mit dem Wort Gulasch alles. Ein Premium-Zugang mal gegönnt für 9,95 €. Und da hat man viele Vorteile. Und ich sag mal, für die das Game wirklich öfter zocken, ist das wirklich sehr gut. Die einzelnen Gegebenheiten und Vorteile könnt ihr auf der Internetseite gerne mal ablesen. Nehmen wir den kleinen Endboss hier noch mit oder nehmen wir den nicht mit? Können wir gerne mitnehmen. EP ist EP, ne? Jo. Der lässt eventuell sogar noch irgendwas Schönes droppen. Oh ja, dann doch nichts. Oder doch nichts. Ja, war ein Versuch wert. Ja. Ich muss mich jetzt übelst erstmal mit dem Jäger wieder einfuchsen. Ja, ihr wisst, Heridur verträgt keine Stunts. Also den kann ich jetzt nicht mit meinem Eis, mit meinem Frostwind. Genau, das habe ich mit meinem Krieger auch mitgekriegt. Die Kopfnuss oder so ist er immun gegen. Funktioniert nicht. Wir sind nur. Ah, schön uraltes Wissen. Ja, hier ist nichts. Ja, mit den Truhen zum Beispiel, wo du diese Dietriche brauchst oder so, da zocken sie dich ja auch ein bisschen ab, ne? Was also, geht? Also da merkt man, naja, sagen wir mal so, da merkt man schon halt, dass man es Free-to-Play hat, ne? Das finde ich zum Beispiel blöd, dass wenn wir zum Beispiel in einer Gruppe sind und irgendeiner macht eine Truhe auf oder so, dass die anderen dann dumm in der Wäsche nachschauen. Alter, der Frotz oben. Warte, ihr macht hier Beef, nehmt die. Oh, wollte ich doch gar nicht. Alter, das Netz geht mir im PvP mal auf den Zack, wenn das ein Zirkelmagier nimmt. Ich muss mal wieder meine Hände richtig auf die Tastatur legen. Sonst mache ich hier irgendwelchen Grab. Vielleicht mal kurz zur Taktik. Was machen wir eigentlich per Arena? Welche Taktik? Wir müssen irgendwie gucken, dass er stehen bleibt, dass eventuell meine Blitze treffen. Ja, das wird ja ein bisschen schwierig, wenn wir ihn ja nicht irgendwie festhalten können, ne? Ja, dann ich kann ihn höchstens halt... Irgendwann schwingt er ja seine Keule sozusagen. Ich weiß gar nicht, ist meine Jagdfalle, kann ich ihn damit überhaupt verlangsamen oder ist das auch nicht keine Wirkung? Nein, da funktioniert gar keiner. Ah. Oh, doch, der Wächter funktioniert doch noch. Ja, den Wächter habe ich mit meinem Dings auch schon. Er ist ganz cool. Das ist immer so ungewohnt. Ich habe, wo ich noch hier öfters mal rein musste in die Königskrypta, habe ich immer noch zwei Blitze für so einen Wächter da gebraucht. Für so einen Typ. Jetzt brauche ich nur noch einen. Dann schmeiße ich trotzdem. Kommt ja auch noch immer drauf an, zum Beispiel, ob man auch irgendwelche Schlachtessenzen oder so mit drin hat. Ja, nein, ich habe da trotzdem immer zwei gebraucht. Egal ob mit oder ohne. Da Stiefel und Kupfer. Ach, ihr geht rechts rum. Nee, doch, rechts rum. Nein, doch, nicht links rum. Doch, links, ja, links. Ah, hier sind genügend Monster für alle. Ja, nein, nein, ich bin dann irgendwie immer von der anderen Seite gekommen, aber ist ja egal. Papyrus. Ah, ist auch geil. Ich habe extra meine Dings noch fertig gemacht. Meine Stoppuhr. Und habt ihr dann vergessen natürlich noch zu starten, ne? Ach, ich bin auch wieder. Ach, ihr habt noch nicht euer Konto, Ding.
validiert oder aktualisiert oder freigeschalten, was weiß ich. Wieso, was meinst du jetzt? Ah ja, du musst auch dann immer da mit deiner Telefonnummer da bestätigen, dass du längere Parts wie 15 Minuten aufnehmen kannst. Nee, das brauche ich nicht. Das kann ich schon. Und länger. Ich habe ja zum Guck, Beispiel die ich. letzte Folge ist ja auch 28 Ja, Minuten. ja. Also ja. Ja, die habe ich mir vor 5 Tagen das letzte Mal angeguckt, wo sie hochgekommen ist. Oh. Das war halt so. Ja, ich bin ja auch schon mit dem YouTube-Account bin ich auch schon länger Zeit jetzt. Ja, da damals, ja, früher war das ja nicht so, das weiß ich noch auf. Und da bin ich Ich dann ja warte auch nicht in die gleich YouTube-Partner dass er geworden. nicht in die Mitte kommt, nicht, dass er jetzt schon rauskommt. Und dann haltet ihn nur in diesem Raum hier drin auf, okay? Okay. Erstmal die Mobs hier weghauen alle, das vor allem die Spitzen da, die gehen mir immer so auf die Nerven. Andermann. Wächter wäre nicht schlecht. Okay, die sind alle weg. Geht's Ja, jetzt? Bleib hier soweit. weg, bleib hier weg. Wir warten jetzt schon. Jetzt kommt er, pass auf. Der Ja. macht gleich eine Attacke raus. Ja, er läuft natürlich mir nach. Kümmert ihr euch vielleicht mal kurz um Herr Redor? Ich mache hier hinten den Wächter da weg. Nein, der verfolgt mich. Ja, Der geht weg, verfolgt geht mich. weg. Nein. Ich bin nicht Herido von Duria. Hört sich an wie der Wie denn? Boss von der Bossen. Was war denn das jetzt? Das bedeutet Tod. Was war das? Also, ich kann Ich ihn hab durch den. meinen Dings doch verlangsamen. Ja, das geht mit dem. Ich hab die Attacke, vor der ich so Schiss habe. Da reicht nämlich nur eine und du bist tot. Alter, nein. Das ist jetzt ein bisschen peinlich. Passt schon. Das ich. Das ist die stärkste Attacke. Davon muss ich nur einmal getroffen werden und ich bin tot. Und ich habe nicht gesehen, dass er die ausführt. Die war die diese da dieses auf dem Boden war auf einmal da. Und da hat es auch nicht mehr die Zeit gereicht, irgendwie mich mit dem Teleport wegzuporten oder so. Bis ich realisiert habe, dass das unterwegs war, war ich schon tot. Komm aber wieder. Ah, es kommt noch so ein Schnagger daher, Alter. Ah, ich glaube, ihr werdet hoffentlich, ihr werdet glaube ich noch ein bisschen dran hocken. Auf jeden, Alter. Dann könnte ich auch, da bin ich glaube ich wieder da. Jetzt ist schon fast in der Königsgruppe da wieder. Jetzt sterb doch mal. Kümmer du dich mal um den Ja, Nefertari ja. wieder. Bin ich schon dabei. Läuft am besten um den drum herum und macht ihn mit euren Streuschüssen da kaputt irgendwie. Ja, ich laufe ja die ganze Zeit im Kreis. Wenn er angreift, gehe ich zur Seite und dann bleibe ich dem Ja, dann bisschen ihr lang. müsst aufpassen, wenn ihr dann das Ding da auf den Boden haut. Die Attacke ist am fiesesten. Du solltest dich jetzt auch beeilen, wir haben ihn schon die Hälfte schon gut runter. Ja, ich bin wieder da. Komm. Ja, das waren irgendwie gerade. Gib ihm noch ein bisschen. Hätte ich die Komm. Attacke kommen sehen, dann hätte ich den, der wäre hier ausgewichen, aber so. 900 und ich habe nur 600 Leben. Das Von dann halt immer hinten. ein bisschen scheiße, wenn die dann auf einmal kommen. Aber mir fällt gerade auf, ich komme von der falschen Seite. Oh, der ist tot. Er ist tot. Ja? Ja, Der ist gut. tot. Boah, es hat Gut viel gemacht. hier. Das spawnt auch gleich wieder. Wenn ihr wollt, könnt ihr ja nochmal machen. Das spawnt, glaube ich, gleich wieder. Ja? Ja, Andermann. Also es wäre schon nice, wenn der jetzt noch mal kommen würde. Der kommt nochmal, auf jeden Fall. Gut. Ich muss mal gucken, was ich bekommen habe. Ja, ich muss ganz kurz in die Küche, Jungs. Ja. Dadurch, Bis dass ich den gleich. ja kaputt gemacht habe, bei mir in der Gruppe wart, bekomme ich auch noch was dafür. Also ich habe nur zwei grüne Gegenstände bekommen. Ja, das ist dumm. Ah, ich habe Andermann, das ist schon mal gut. Ja, Andermann habe ich auch. Also die mich jetzt wieder ein bisschen mehr zocke und Ja, ich so. habe einen blauen Gegenstand, einen grünen und blauen. Ja, bei mir ist es jetzt ein bisschen relativ. Ich habe fünf grüne, daraus mache ich dann nachher gleich wieder Blaues.
Ein blaues und dann hat sich das Ding Ja, wieder komm gegessen. gleich mal mit, da hinten ist noch so ein kleiner. Warte mal, da hinten dürfte vielleicht auch noch einer drin sein. Und auf jeden Fall auf der anderen Seite ist einer. Okay, ich bin wieder da. Auf der anderen Seite. Dürfte noch ein, so eine Art kleiner Endboss sein. Gucken wir mal. Der hat letztes Mal, wo ich den probiert habe, sogar ein außergewöhnliches Gegenstand getroffen. Ja, das sind noch Leute im Weg. Ja. Aber das war wunderlich, dass ihr euch mit euren komischen Pfeilen da den langsamer machen könnt. Nee, das war nicht mit den Fallen, das war mit der Jagdfalle, wenn ich hier dies hier mache, warte. Hier dieses Gewühl da. So, das? Ja. Das ist komisch. Ja, würde ich den mit meinem Frost, wenn du das so treffen würden, wäre der ja kein Problem. Ja. Also, oh, guckt euch mal meinen Bogen an. Hab einen neuen. Wir können ihn uns kaum angucken. Achso, hast du. Oh ja, doch, das ist ein fetter Dings. Hier kommen noch ein paar. Das sieht geil aus. Ja, so schnell. Ah, das sind Essenzen, gut. Ich hab nur noch drei Essenzen. Ich glaube, hier unten war immer noch irgendwas. Macht auf jeden Fall ordentlich Schaden. Ah ja, da hinten können doch noch ein paar Leute drin sein. Aber ich habe keine Essenzen mehr. Aber uraltes Wissen ist da. Wann spawnt der denn, der andere nochmal? Ja, der dürfte wieder spawnen, aber wann weiß ich nicht. Also weit ich weiß, wenn du im Dungeon bist oder so, kommt dann nichts. Erst wenn du den Dungeon wieder rausgehst und wieder reingehst, dann sind die alle wieder da. Aber solange du dich im Dungeon befindest und so und nicht rausgehst, kommt auch nichts Neues. Deswegen wäre das jetzt für mich eigentlich recht wunderlich, wenn der jetzt nochmal kommen würde. Stimmt. Das Einzige, was wir machen könnten, wären oben rechts dann noch die anderen komischen Helden da. Ja, dann könnt ihr auch noch machen, wenn ihr wollt. Die Helden habe ich schon durch. Ja, das war eben echt ein bisschen fail, dass ich davon getroffen wurde. Und vor allem, dass ihr überlebt habt, ihr seid nur ein paar Stufen unter mir. Ja, das ist das Gefährliche halt an ihm, ne? Wenn er dich wirklich ein, zweimal trifft oder so, dann bist du gleich hops. Ja, nein. Halt ja, wenn der von den normalen Attacken da halte ich ja relativ viel aus sogar. Da kann er mich auch ruhig zwei, dreimal treffen, da lebe ich dann immer noch. Ich lebe dann zwar noch knapp, aber ich lebe noch. Okay. Aber bei der Attacke, die ist am schlimmsten von dem. Weil wenn der, du vor allem, du siehst nicht, wenn er die ausführt, weil die sieht am Anfang so aus wie die andere Attacke auch. Aber dann irgendwann, kurz bevor sie aufführt, verändert sich die dann, die Ausführung. Und dann wird's böse, weil dann hast du echt ein Problem. Und da ist der erste tot. Lass mich vielleicht mal. Boah, mit zwei Bögen, also mit zwei Schüssen habe ich den Wächter hier fertig gemacht. Ja, ich habe dir schon vorher draufgehauen, Mensch. Ja, ja, ja. Du Schnagge. Aber ich habe den dann im Endeffekt nochmal gegeben, ne? Ja, du hast es ihm gegeben, also richtig, der. Ach, mein kleines Fläschchen, Alter. Ja, der Bogen ist ordentlich stark. Hier. Ich weiß gar nicht, was du mal ganz kurz gucken. Wie heißt dein Bogen denn? Meiner ist der magische Langbogen. Der magische Langbogen? Ich habe den verbesserten Dornenbogen. Wie viel Schaden macht denn deiner? 20 bis 26. Das ist gut. Ich habe auch nochmal dreimal, also 6 Schaden auch nochmal drauf, plus nochmal den 3 Schaden, wo ich nochmal den roten Stein drin habe. Warum spielt ihr eigentlich mit zwei Hand, nicht mit ein Hand und Ding? Meine ist Einhand und ist mit einem Köcher. Ja, ich hab auch so einen Köcher. Ja, nein, das wundert mich, weil ich spiele auch Einhand jeweils. Einmal den Stab und einmal den Papyrus, damit ich Damage stehle. Genau, so mache ich das mit meinem Zirkelmagier nämlich auch. Wenn du einmal den Blitz hast, dann bist du eigentlich schon. Wenn es dann einmal schaffst, deine Gegner irgendwie festzufrieren und den Blitz richtig. Dann ist der Blitz richtig gut. Ja. Und tot. So. Ja. Ein bisschen Andermann noch.
Weil ich finde nie Andermann, das kotzt mich immer an. Also seitdem ich jetzt, ich habe jetzt 2 Tage fast richtig gut durchgezockt und ich habe jetzt 3090 Anemant und vorher hatte ich vielleicht 1600 mal. Also ich habe in den 2 Tagen gut fast 2000 Anemant gekrallt. Ich konnte den letzten Tagen nicht richtig zocken. Hier oben sind noch mal welche. Da sind noch welche. Oh. Ah, falsche Taste! Bei der Erfahrungsbaum. Ah, jetzt. Na, wenn ich den Wächter will, krieg ich irgendwie auch Blitz. Da weg. Ja, Andermann getroppt. Stark. Tot. Oh ja, kleines Handelix hier. Oh, Kristalle der Wald. Magischen Stab. Ah, Kristalle der Wald, aber hier. Bist du hier so ein. Ja, der bringt die doch gar nichts mehr, die. Da war halt. Magischer Jagdköcher. Magischer Jagdköcher. Toll, den habe ich schon genommen. Bin eingebrochen. Habt ihr euer Inventar immer noch auf Standardgrößen? Oder auch schon vergrößert? Du meinst auf diese 2 und 3? Nee, habe ich noch nicht gemacht. Das wollte ich jetzt zum Beispiel in der nächsten Folge mal machen. Kostet ja 1600 Anemant. Ist ja auch nicht ohne. Das werde ich nachher gleich mal tun, Fisch. So, ich glaube, wir sind dann auch soweit fertig hier, ne? Ja, und was sagt die Zeit? Schon. Und die Zeit sagt jetzt auch 11 Minuten 41. Ja, das ist ja ganz ordentlich. Und du kannst noch eigentlich fast 2 Minuten raufrechnen, weil ich ja zu spät den Dings angefangen habe. Oh, hier ist noch verbesserter Reflexbogen. Okay. So. Dann machst du es eigentlich, oder? Dann war's das jetzt. Ich zeige noch mal ganz kurz, wie wir den Dings kaufen. Also, wenn ihr hier die zweiten oder dritten Fächer auch noch kaufen wollt, müsst ihr hier unten raufgehen, Inventarerweiterung ein. Kosten die nächsten 7 Plätze 1600 Anemant. Die sind ja auch accountgebunden und den kaufen wir uns jetzt den ersten Platz. Und ja, willst du es kaufen? Babeng. Okay. Ah, okay. Du hast zwar den zweiten Beutel gekauft, aber du hast unten nochmal die nächsten 7 Fläche in dem ersten Platz. Das ist ja total verwirrend. Ich dachte, man kriegt den nächsten Beutel nochmal. Aber du kriegst in dem ersten Beutel halt einfach nur noch 7 Plätze frei. Ja, das ist ja aber auch ganz sinnvoll eigentlich. Ja, auf eine Art schon, aber wenn man das so zum Beispiel aus WoW oder so, du hast mehrere Beutel, dann hast du auch mehrere Taschen oder so, weißt? Das war jetzt so ein bisschen... Nein, ich spiele kein WoW. Dann ist das ein bisschen verwirrend eben gerade gewesen. Achso, ja, okay. Gut, dann war's das jetzt. Dann bedanke ich mich an den Nudelgamer und ich denke mal, wir werden bestimmt noch das ein oder andere Mal hier Drakensang zusammenzocken. Joey ist schon von dannen gezogen, der alte Hungerhaken. Und ich würde sagen, wir wünschen euch jetzt noch einen schönen Tag, schönen Abend, wann immer wir uns wiedersehen. Und vergesst nicht, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da oder ein Abo. Bis dann, die Tage. Tschüssikowski.